PTC is go. Texas is go. PTC is go. Copy, is go. Houston flight is go. Wir schreiben das Jahr 2084. Auf dem Mars ist der Prozess des Terraforming abgeschlossen. Temperaturen und Atmosphäre ähneln der irdischen. Der rote Planet wurde für den Menschen bewohnbar gemacht. Aber auch hier gibt es verlassene Orte, Relikte einer vergangenen Epoche, die an eine Zeit erinnern, als die Menschheit aufgebrochen war, den Mars zu kolonisieren. Deshalb sind auch wir aufgebrochen, um uns auf die Suche nach diesen architektonischen Zeugnissen zu begeben und herauszufinden, wie und wo das Leben auf dem Mars seinen Ursprung nahm. Ready for landing. Your goal for APU shutdown on time. Bevor wir uns umsehen, sollten wir einen Farbfilter installieren. Das ganze Rot wirkt ziemlich eintönig. Sieht schon besser aus. Aber wo zum Teufel sind wir hier eigentlich gelandet? Und was sind das für komische Bauwerke aus Glas? Ganz einfach. Es handelt sich hierbei um experimentelle Gewächshäuser. Mathematisch gesehen raffinierte geometrische Formen, sogenannte geodätische Kuppeln. Deren Oberfläche besteht aus einer Folge von abwechselnd Fünfeck- und Sechseckflächen. Gut durchdacht zusammengebaut, ergeben sie kugelartige, sich selbst tragende Bauten, welche unendlich häufig aneinandergefügt werden können. Hier wurden insgesamt 24 solcher Kugeln errichtet und zu mehreren Kugelfamilien gruppiert. Werfen wir einmal einen Blick in eine dieser Gewächshausgruppen. Beim Gang durch die einzelnen aneinandergefügten Kuppeln erkennt man sehr gut, dass diese ohne irgendwelche Stützen auskommen und durch ihre hohe Stabilität auch optimal Wind und Wetter trotzen. Später noch ein wenig mehr zur Geschichte und dem Erfinder dieser Kuppelkonstruktion. Doch jetzt sind wir in einem Bereich angekommen, in dem offensichtlich der erste Schritt der Pflanzenaufzucht erfolgte. Hunderte von Pflanzgefäßen liegen und stehen feinsäuberlich sortiert auf den Arbeitsplatten. Doch heute wären diese gar nicht mehr notwendig, denn die Pflanzen haben inzwischen ihre eigene Nische gefunden. Eindringende Feuchtigkeit und angenehme Temperaturen begünstigen das Pflanzenwachstum. Als die Gewächshäuser noch in Betrieb waren, sorgte ein ausgeklügeltes Wasserverteilungssystem dafür, dass jede Kuppel Zugriff auf die benötigten Mengen an warmem und kaltem Wasser hatte. Heute sind diese Leitungen entweder tot oder man besorgt sich das Wasser anderweitig. Doch auch so wächst und sprießt es in den Kuppeln. Und es wären noch genügend Materialien vorhanden, um sofort wieder mit der Bepflanzung beginnen zu können. Wir machen uns auf den Weg zu einer anderen Kugelgruppe und möchten nun die Geschichte, die hinter dem Design der Kuppeln steckt, erzählen. Als Erfinder gilt der amerikanische Architekt und Visionär Richard Buckminster Fuller, der im Auftrag der NASA experimentierte, um die energetisch beste Form zu finden. Seine auch als Fuller-Kuppeln bezeichneten Kugeln sah man in Science-Fiction-Filmen oder in militärischen Anlagen als Radarkuppeln. Sein bekanntestes Werk ist die Biosphere, eine riesige, 62 Meter hohe geodätische Kuppel, die er für die Expo 1967 in Montreal entwarf. Genug davon. Was beim Rundgang durch die Kuppeln ebenfalls auffällt, sind die elektrischen Installationen, die überall verbaut sind. Leuchtstoffröhren, Ventilatoren, Lichtschalter und die Steuerung der Heizung, welche an manchen Stellen sogar offen sichtbar ist. Die Frage ist, woher stammte hierfür die benötigte Energie? Die Antwort gibt ein Blick aus einem Fenster. Auffällig durch ihre beiden Schornsteine ist diese Kuppel, in deren Inneren sich ein kleines Kraftwerk befindet, welches für die komplette Versorgung der insgesamt 24 Kugeln zuständig war. Leider haben nicht alle Gewächshäuser die vielen Jahre unbeschadet überstanden. Manche Scheiben sind in Tausende von Scherben zerbrochen. Anderen droht das gleiche Schicksal. Da helfen auch keine Warnaufkleber. Diese Türe wurde bereits ein letztes Mal geöffnet. So sieht Verfall in den experimentellen Gewächshäusern aus. Provisorisch angebrachte Planen können diesen auch nur temporär aufhalten. Das Schicksal der geodätischen Kuppeln ist ungewiss. Es gibt Bemühungen, die Gewächshäuser als Denkmal unter Schutz zu stellen oder sie sogar als Lernorte wieder in Betrieb zu nehmen.
Doch ob das geschieht, steht in den Sternen. Apropos Sterne, wir verlassen die Kuppeln und blicken auf unseren eigenen Stern. Einen Sonnenuntergang auf einem anderen Planeten erlebt man auch nicht jeden Tag. Weshalb wir jetzt besser wieder den Farbfilter entfernen, um dieses Schauspiel in Natura erleben zu können. All three engines up and burning. 2, 1, 0 and lift off! Vielen Dank für eure Unterstützung bei Facebook, bei Instagram und natürlich auf YouTube. Wenn euch gefällt, was ihr seht, empfehlt uns doch bitte weiter. Wir haben euch noch so viel zu zeigen.